Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde in Zoo 2 Animal Park. Ja, wir hatten es ja vorbereitet in den letzten Folgen. Na, ich habe hier auch noch ein Gehege hingebaut. Das werden wir aber erstmal so kurzfristig verschieben. Da gibt es dann in der nächsten Folge ein Video. Also um das Gehege geht es dann in der nächsten Folge. Aber für diese Folge hatte ich mir ja vorgenommen, endlich mal meine afrikanischen Zibetkatzen ins Gehege zu setzen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich auch beide reinkriege. Ja, wundervoll. Wundervoll. Jetzt gucken wir doch glatt mal. 2 von 3. Oha. Das heißt, da brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viel ausbauen. Na, das ist doch mal klasse. 1, 2, 3. Dann hätten wir hier gleich noch mal so eine Deko-Ecke. Das wäre doch, glaube ich, in Ordnung, oder? 1, 2. Und dann würde ich tatsächlich 3. Wollen wir denen noch ein bisschen mehr Platz geben? Ja, komm, wir geben denen noch ein bisschen mehr Platz, dann können wir hier noch ein bisschen Deko hinsetzen. So, dann gucken wir doch mal rein, was in das Gehege alles rein soll. Den Trog hatten wir ja schon, das hatte ich ja schon festgestellt. Den würde ich sagen, platzieren wir mal hier so. Eine Wasserstelle, ein Spielteich. Okay, dann gucken wir doch glatt mal, ob wir da irgendwas haben. Wir sind bei dieser Gehegeart. Guck mal, einen Stall könnten wir theoretisch auch schon volltauschen. Jetzt mal nicht wundern, ich habe das schon für die nächste Folge vorbereitet. Ich habe mal ganz viel noch weggetauscht, ne? Dass wir da für die nächste Folge gleich in die Vollen gehen können. In der Hoffnung, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay, ja, das möchte ich gern. Das möchte ich auch gern. Hier ein bisschen was Buntes. Ja, dann lassen wir aber mal noch ein bisschen was. Ja, ich überlege. Also die Wasserstelle und das hier braucht man, ne? Ein Spielteich vollenden. Gut, das ist in Ordnung. Und jetzt brauchen wir noch die Wasserstelle. Habe ich die denn dann gar nicht oder bin ich schon dran vorbei? Nein, hier ist sie. Vollenden. Gut, das kriegen wir hin. Dann gucken wir doch mal, dass wir das hier einigermaßen schick hinkriegen. Aber vielleicht mal die Wasserstelle ein bisschen weiter zentrieren. Okay, lassen wir das. Wir nehmen die Wasserstelle mal kurz hier hin. Ich habe die Größe dieses Spielgerätes unterschätzt. Okay, naja, kann man ja mal machen, passiert. So, dann setzen wir das hier hin. Dann kriegt ihr kleinen Schlawupkes nämlich auch gleich mal was zu futtern. Und dann gucken wir, dass wir hier noch ein bisschen Deko reinsetzen, ne? Weil das wirkt dann schon... Oh nein! Habe ich das falsch eingetauscht? Ich bin ja wieder geistreich. Ja, passiert, ne? Warte mal, das können wir hier hinsetzen. Und dann können wir vielleicht hier hinten mal so ins Eck noch was setzen. Na, das ist doch gar nicht schlecht, wa? Sehr gut. Haben wir noch was für die Gehege über? Warte mal, das war dieses, ne? Nö, haben wir gar nicht. Na, das ist ja mal wieder ganz toll. Sehr schön. Hat sich also auch erledigt. Dann gucken wir doch noch mal rein, ob wir irgendwas haben, womit wir hier das Gehege noch etwas schöner machen können. Ah, wie gesagt, alles will ich hier aber auch nicht verbraten. Ja, machen wir mal so. So, hier vielleicht noch so einen Kaktus mit reinsetzen. Der könnte doch vielleicht hier so noch hin, ne? Ich glaube, das ist auch schon so in Ordnung. Sehr gut. Das heißt, wir haben wieder neue Tierchen im Zoo. Oh, yay, endlich sind sie da. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch glatt nochmal in, hier so rein. Wir könnten ja, warte mal, guck mal, hier haben wir noch ein Blümchen, was wir platzieren können. Eine Bank, gut, die würde eher woanders hinpassen. Pass auf, dann nehmen wir hier mal noch was rein und hier setzen wir noch was hin. Dann haben wir ja von diesen tollen Pflanzen hier noch ein bisschen was am Start.
das machen wir mal so, kreuz und quer. Und dann gucken wir mal noch durch, was wir alles haben. Ne? Guck mal, hier haben wir noch einen Mülleimer. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, ne? Dass wir hier Mülleimer überall am Start haben. Oh, hier haben wir noch gelbe Blümchen, die können wir auch noch mit integrieren. Würde ich denn vielleicht eher so machen? Ja. Oh, was haben wir noch? Noch ein Mülleimer, sehr gut. Und dann war es das, glaube ich, auch schon, ne? Oh, ein Toilettchen haben wir noch am Start. Ja, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Setzen wir ein bisschen am Rand. Habe ich denn mal nur diese eine Bank noch? Nichts anderes. Bist du fürs... ja gut, aber Wald haben wir nicht. Haben wir nicht. Was hätten wir denn hier noch? Wollen wir vielleicht mal gucken, ob wir sowas hier noch integriert kriegen? Könnte man ja vielleicht auch mal machen. Wir setzen mal das zweite daneben. Und dann können wir doch vielleicht mal gucken, dass wir hier das eher so machen. Diesen Zaun hier hinsetzen. Das ist doch, glaube ich, in Ordnung. Und dann können wir... Oder nee, warte mal. Das will ich bitte etwas anders haben. Machen wir mal so. Kriege ich den hier noch hin? Ja, guck mal, das ist doch wundervoll. Denn ich möchte hier unbedingt eine Dings haben. Warte mal, besondere Bank. Was nehmen wir denn? Nehmen wir hier so eine Holzbank oder eher was Auffälligeres? Ja, ich glaube, wir nehmen was Auffälligeres, ne? Ich glaube, das ist schöner. So, pass auf, wir haben ja noch Bäume am Start. Das heißt, wir gehen ja mal rüber an unsere, ich nenne es jetzt mal Baumschule. Dann holen wir uns hier mal noch so ein Zierahorn und noch so ein Zierahorn. Und ja, ich würde sagen, nö, das war es dann auch quasi schon. Geh mal wieder zurück, ist ja nicht so weit. Denn ich glaube, das würde sich hier ganz gut machen, ne? Wenn man hier noch ein Bäumchen mit hinpackt. Warte mal, wir gucken mal. Nee, das ist so rum tatsächlich am besten. Und dann setzen wir hier vielleicht noch... Warte mal. Wenn wir den so setzen, ja, ich glaube, das ist schön, ne? So, dann können wir hier noch ein Blümchen mit hinpacken, so ein bisschen hinten rein. Und dann gucken wir doch mal, ob wir an Büschen oder dergleichen noch irgendwas haben, was wir hier mit hinsetzen können. Wo ich sage, jo, das ist schön. Ja, die sind schön. Aber ganz schön groß, wa? Eieieiei, da muss ich ja schon wieder umbasteln hier. Sowas. Oh wei, da geht's schon los. Da geht es schon wieder los. Da habe ich gedacht, naja, hast ja genug Platz. Na guck mal, wir gucken mal, ob wir das hier noch hinkriegen. Dass er vielleicht den kleineren Busch... Nee, immer noch nicht. Also ich muss die beiden wegnehmen, die beiden Pflanzen. Machen wir mal so. Nee, gelb an gelb ist blöd. Dann setzen wir hier was hin. Und ja, das ist natürlich... Hallo? Nee, das ist mir zu gleichfarbig. Haben wir hier noch einen Platz irgendwo für das schöne Blümchen? Hallo? Nee, okay, dann muss das leider wieder ins Inventar zurück. Und dann können wir aber gucken, ob wir dann vielleicht doch den größeren setzen, um das ein bisschen voller wirken zu lassen, ne? Ja, ich glaube, das ist besser. Das machen wir mal so. Und dann können wir doch mal gucken, dass wir die vielleicht aus dem Inventar wiederholen. Ja, das können wir, glaube ich, machen, ne? So, was haben wir denn noch Schönes am Start? Vielleicht eine Laterne noch irgendwie? Das war noch was so Kleines, aber wahrscheinlich nein. Eine Laterne, hatte ich gesagt. Ach, wieder diese wunderbaren blauen. Aber ich glaube, das kann man durchaus mal machen. Dann setzen wir die mal hier hinter. Genau, dann ist das ein bisschen schicker. Und ich glaube, diesmal lasse ich auch tatsächlich den Boden so, wie er ist. Ich glaube, das ist in Ordnung. Das können wir so machen. Das heißt, wir haben einen Mülleimer, wir haben eine Toilette und eine Bank zum Ausruhen. Schon wirkt das vielleicht nicht mehr ganz so dicht an dicht. Und da muss ich mir ja mal einen Gedankengang machen.
Aber ich glaube, das mache ich dann tatsächlich, wenn wir das nächste Tierchen setzen, wie ich das hier mit den Wegen mache, ne? Ob ich denn hier einmal ringsrum gehe, ob wir das nächste Gehege hier dran setzen. Da müsste man mal gucken mit dem Erweitern, wenn wir das hier hinsetzen. Warte mal, da würde ja der Weg wahrscheinlich hier lang gehen. Ja, wenn wir das hier so rumpacken, ja, das könnte gerade so aufgehen. Müssen wir mal gucken. Wenn wir das hier rum erweitern, oh, das wäre wieder knapp an knapp. Ja, da muss ich mir mal einen Gedankengang zu machen. Aber wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge war für die Zibetkatzen gedacht. Das heißt, wir haben wieder einen neuen Bereich im Zoo ein bisschen schicker gemacht, ein bisschen aufgeräumt gemacht. Und dann gucken wir doch mal, was es in der nächsten Folge zu schauen gibt, ihr Lieben. Das heißt, wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer einen traumhaft schönen Tag und freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit am Start seid. Also, bis dahin macht es gut. Tschüss.